Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Ich bin gerade unten im Keller. Ich habe nämlich jetzt gedacht, die Kinder sind gerade alle außer Haus, bis auf die Alicia, dass ich jetzt halt anfangen werde, mal die Geschenke zu ordnen, überhaupt mal in die ganzen Kartons zu gucken. Ich habe ja alles bestellt dieses Jahr und ich muss jetzt dann doch mal langsam anfangen und gucken, was ist eigentlich in den einzelnen Kartons drinnen und was muss ich einpacken und für wen ist was und was ist überhaupt schon angekommen. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Ja, das wollte ich jetzt machen und die Alicia, neugierig wie sie ist, will natürlich dabei sein. Aber in dem Fall kann ich ganz ehrlich sagen, ist mir recht, passt, sie schneidet das Video eh am Ende, beziehungsweise gibt die Alicia mir auch in den letzten ein, zwei Jahren immer sehr klare Anweisungen, was sie sich wünscht, mit genauem Link und das muss bestellt werden und ich kann dann nur noch aussuchen. Und tja, das muss jeder selber wissen. Wenn sie jetzt nicht mehr groß überrascht werden will, dann kann sie jetzt dabei sein. Also ich werde jetzt mal auf die Suche nach den ganzen Kartons gehen. So, hier habe ich die ersten Kartons entdeckt. Hier und hier und hier. Die nehme ich jetzt gleich mit hoch. Die sind nämlich bei uns irgendwie überall verteilt. Ich gehe mal weiter suchen. Da liegen Hausschuhe. Wir haben die jetzt, glaube ich, alle hier gesammelt. Oh ja, also hier sind dann doch noch sämtliche Paketchen. Die werde ich jetzt gleich alle mit hochnehmen und dann gucken wir mal zusammen rein, was drin ist. Hier im Schuhschrank habe ich übrigens auch noch welche entdeckt. Also ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wo ich die alle versteckt habe. Aber da sind auch noch welche, die nehme ich jetzt auch mal mit hoch. So, Stapel Nummer 1, jetzt holen wir mal den nächsten. Puh, schwer. Hilfe! Oh, erstmal aufs Bett. Geschafft. Also noch unten. Ein Geschenkchen für die Omi. Das hole ich jetzt auch noch. So, ich hole jetzt noch das letzte Geschenk und dann hole ich noch eine Schere. Ich muss ja auch noch reinschauen. Das ist jetzt für mich selber eine große Überraschung. Ach, da ist ja auch der Simon. Simon, halt. Ich verpacke jetzt Geschenke, beziehungsweise ich sortiere sie. Darf ich jetzt nicht oben rein? Nein. Das bringt ja bei uns nach wie vor Christkind. Da wollen wir ja mal schön bei bleiben, bei der Tradition. Der Simon ist aus dem Alter raus. Ist alles nicht mehr ganz so heilig, wie es bisher immer gewesen ist. Aber gut, so ist es eben. Je größer sie werden, was? Ein Foodplan. Oh, cool. Die Alicia hat mir einen Foodplan designt. Sieht man den? Ja. Noch ein bisschen. Mal schauen, wie ich das mache. Jetzt habe ich alles hochgetragen. Dann komme ich ja genau rechts. Das ist typisch für sie, ne? Das war auch, oh, oh Gott. Jetzt habe ich auch noch meinen Hausschuh verloren. Katastrophe. So. Nein, der Timmy ist draußen beim Schnitt. Mach die Tür zu. Oh Gott. Schlüssel. Einmal darf er rein. Er darf einmal so gucken. Simon, einmal darfst du rein. Tata. Was für eine Überraschung. Oh, ich stehe in einem Teller. Hier ist aber chaotisch heute. Sag dir, wie geht die Orgel? Ja, wir haben heute den Klavierstimmer da gehabt. Wir haben uns ja mal ein Klavier bei eBay bestellt, gekauft, wie auch immer, rausgesucht. Das steht jetzt seit einem Jahr ungefähr, ne? Und heute haben wir es das erste Mal stimmen lassen und er hat gesagt, wir haben ein Schätzchen und wir haben echt Glück gehabt. Wir haben zu wenig beinahe bezahlt. Weiß ich, was es wäre viel mehr wert. Was? Ja. Aber du guckst jetzt mal nicht rein. Komm, jetzt spiel uns mal hier. Jetzt gehe ich. Deine ich kann es nicht mehr. Einmal. Oh, du musst die reinigen. Das ist ganz dreckig. Da ist so viel Dreck. So, die Linse ist gereinigt. Die Alicia will jetzt doch nicht spielen, ihre Hymne. Sehr schade. Ja, sagt sie immer, aber. Jetzt gucke ich mal. Nein, stopp! Da. Das machen wir jetzt gemeinsam. So, jetzt müssen wir erstmal ein Positionchen für unsere Kamera finden, Alicia. Wo wir die hinstellen. So, ihr Lieben, jetzt geht's los. Die Alicia ist doch runtergegangen. Ist mir auch recht. Kann sie gerne machen. Sie wird ja in ein paar Tagen überrascht. Heute ist ja schon Donnerstag. Ich muss gleich dazu sagen, manche Sachen sind noch nicht angekommen. Und manche hat auch der Geo irgendwo versteckt, die er besorgt hatte. Da weiß ich jetzt gar nicht genau, wo die eigentlich sind. Ich werde es aber erzählen. Also das ist für die Jungler. Ja, jetzt fange ich einfach mal an mit den Sachen, die da sind. Und zwar fangen wir mal mit der Alicia an. Gleich als allererstes. Die Alicia bekommt als erstes diesen Duft hier. Wish von Chopin. Den hatte ich früher von meiner Mama geschenkt bekommen. Und meine Mama, ich fand den da
fand es ganz toll und habe mich neulich wieder daran erinnert, habe ihr da schon mal geschenkt zu Ostern und sie ist so begeistert und ihr auch. Ich klaue ihn mir immer jetzt inzwischen bei ihr. Ich nehme nochmal einen anderen Duft, aber den klaue ich mir jetzt immer wieder mal und der ist schon leer, deswegen kriegt sie neu. Dann hier so eine Cleansing Brush. Ja, Lisa wird sich wieder mal totlachen, so weiß ich schon, wenn ich immer Englisch spreche. Das gefällt ihr immer nicht besonders gut, beziehungsweise findet sie es eher zum Lachen. Ja, die hat sie sich gewünscht. Dann bekommt sie hier so Fitnessbänder. Die wollte sie gern haben zum Sport machen. Die mussten aber aus Stoff sein. Die gibt es ja irgendwie immer in Plastik. Und die hier sind aber aus Stoff. Kann man das rausholen. So elastische Bänder. Hey. Wahrscheinlich dann in verschiedenen Größen. Toll, nicht schlecht. Mache ich dann auch mal mit. Werde ich mich auch mal bestimmt mit der Lisa zusammensetzen. Ja, und dann sind die anderen Sachen von der Lisa leider nicht angekommen bisher. Die wünscht sich immer so spezielle Sachen. Sie hat sich einen Pullover gewünscht. Der muss aber, glaube ich, aus Amerika geschickt werden. Und ich habe ihn echt schon pünktlich bestellt, aber er ist noch nicht da. Und ich glaube auch nicht, dass er pünktlich kommt. Und dann sind es noch zwei so Beauty-Sets. Aber, ja... Das war es dann auch schon. Also wir geben so im Schnitt pro Kind 150 bis 200 Euro aus. Sagen wir immer mal, es ist mehr, mal ist es weniger. Es war auch mal ein Fahrrad, ein Mountainbike, dann ist es natürlich mehr. Aber ungefähr so. Und Alisas Wünsche waren dann so preislich schon in dem Limit. Deswegen, es wirkt jetzt eigentlich ganz wenig. Aber es kommen noch zwei, drei Sachen. Naja. Gut, ist halt so. So, jetzt kommt der Simon. Der Simon bekommt von uns als erstes dieses Guinness World Rekorde Buch 21. Die liebt er, da hat er eigentlich schon alle und freut sich jedes Jahr über Neues. Und dann hatten wir eine endlos lange Diskussion, eigentlich schon seit vielen Jahren. Es geht ja immer um die, nicht Medien, sondern diese ganzen Spiele, was es da alles gibt. Switch, tralala, Nintendo und sein größter Wunsch war eine Xbox. Und ich habe jetzt wirklich lange, lange überlegt, ob ich es machen soll. Aber am Ende habe ich mich dann doch durchgerungen, habe aber auch mit ihm gesprochen. Wenn er sie bekommt, muss es natürlich zeitlich alles ein bisschen eingeschränkt sein. Beziehungsweise, ne? Und, ach, das sieht ganz mal, so sieht sie aus. Ja, sein großer, 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 großer Traum. Und dann wollte ich ihm noch das Spiel Risiko eigentlich kaufen gehen, aber jetzt sind die Geschäfte ja zu, also das werde ich noch bestellen. Das fand er toll, das hat er mal bei seinen Nachbarn gespielt und ich finde es immer super, ein paar Spiele, wenn man dann so als Familie gemeinsam auch mal wieder was macht. Das werde ich noch bestellen, ich hoffe, das kommt auch pünktlich an. Dann habe ich die Omi. Die Omi, die liebt oder liebte, jetzt kann sie es ja nicht mehr so ausdrücken, die Marke Gudruns Jön. Vielleicht kennt jemand, das ist eine bunte ökologische Kleidermarke. Und da habe ich ihr diesen tollen Pullover bestellt. Also der ist wirklich toll. Der ist kuschelig weich. Ich habe schon gedacht, den würde ich am liebsten anziehen. Und dazu dann noch bunte Socken. Die liebt bunte Socken. Die Omi ist echt ihr Markenzeichen. Einmal hier die Farben, weil sie auch grün so gern mag. Und orange und gelb. Dann kommt die Jula. Für die Jula haben wir echt lange hin und her überlegt. Die hat uns auch eine Wunschliste geschrieben. Die war ganz schön lang. Davon konnte ich natürlich nicht alles nehmen. Aber was wir ihr jetzt schenken, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so auf der Wunschliste stand. Aber doch, sie hat es schon drauf geschrieben. Einen Fotoapparat. Und zwar diesmal wirklich einen guten. Und wir haben auch echt lange überlegt, welchen. Und ich wollte dann eigentlich nicht diese Kindermarken. Was gibt es denn da immer? Kitty Zoom oder was weiß ich, wo die dann immer so da noch Spielchen spielen können und irgendwelche Filter setzen. Hier ist irgendeine kleine Fliege. Ja, die wollte ich nicht, sondern eine richtige, einfach zu bedienende kleine Kompaktkamera. Die hat der Georg gekauft und auch irgendwo gut versteckt. Da haben wir ihr jetzt eine von Sony gekauft. Also die war dann auch schon ordentlich teuer. Deswegen gibt es jetzt nur noch Kleinigkeiten. Und zwar hat die Jula hier eine Puppe, diese Krümelpuppe von Jakoo. Davon hat sie zwei und noch das Krümelchen und die liebt sie über alles und die werden auch abends ins Bett gebracht und die müssen auch angezogen werden. Und da gibt es immer wieder neue Kleiderchen, die sie sich wünscht. Deswegen hat sie hier ein Strumpfhöschen für das Krümelchen. Bei ihr heißt sie der Krümel Mimi. Dann wieder mal neue Kleider für die Mimi. Hier so ein Pullover, da hinten sieht man es, und eine Hose. Da freut sie sich sicherlich auch sehr. Und eine warme Jacke. Eigentlich wollte sie eine Regenjacke, aber ich habe keine bei Jakoo gefunden.
Deswegen gibt es jetzt eine Fließjacke. Und dann bekommt ihr noch dieses Loom-Set. Ich wollte eigentlich diese Original-Rainbow-Looms bestellen, aber da war irgendwie nicht so viel zu kriegen, beziehungsweise waren die unglaublich teuer. Da habe ich mir gedacht, da kann ich ja bald nichts mehr anders schenken. Wenn sie dann wirklich mal eine große Farbauswahl haben will, dann, ja, dann hätte das 60, 70 Euro irgendwie gekostet. Ich dachte, das ist auch mal. Ich glaube, das war die Jula. Der Johann, da kümmert sich der Georg drum. Die Geschenke habe ich jetzt nicht hier liegen. Eigentlich hat der Johann ja eine E-Gitarre zum Geburtstag bekommen und sollte jetzt zu Weihnachten, weil es bei ihm ja so nah beieinander liegt, den Verstärker bekommen. Aber irgendwie hat der Johann beides ausgepackt. Tja, und jetzt ist kein Weihnachtsgeschenk mehr da. Also ich glaube, der Georg wollte ihm jetzt noch einen Gitarrenkasten oder irgendwas besorgen. Das habe ich jetzt aus der Hand gegeben und gesagt, das ist jetzt mal deine Aufgabe. Der Karl kommt auch in Weihnachten zu uns. Der hat sich echt einfach Messer gewünscht. Also normalerweise schenkt der Georg wahnsinnig gerne Werkzeug. Sicherlich kriegt der Johann auch noch ein Werkzeug. Aber der Karl hat sich wirklich super gute Küchenmesser gewünscht. Der ist jetzt ausgezogen und das finde ich einen tollen Wunsch. Die bekommt er. Der Georg bekommt von mir ja den Hochentaster. Vielleicht hat es jemand in der Story gesehen. Wir haben uns ja vor gut einem Jahr ein Grundstück gekauft, so eine Streuobstwiese mit über 70 Obstbäumen und die müssen dringend geschnitten werden. Das bekommt der Georg. Ja, so, jetzt höre ich auf hiermit. Am Samstag werden wir unseren Weihnachtsbaum holen. Das werden wir auch nochmal filmen und auch nochmal euch dann zeigen. Das ist immer sehr lustig. Den holen wir jedes Jahr über eine soziale Organisation im Wald. Das werden wir am Samstag noch machen und dann werden wir den Baum auch, glaube ich, aufstellen. Naja, also euch noch eine schöne, schöne Vorweihnachtszeit. Wir sehen uns wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns abonnieren. Da freuen wir uns natürlich auch sehr und empfehlt uns weiter, wenn ihr Spaß abonniert. An uns habt. Tschüss.